Hallo, hier ist Ina, die Papierverrückte. Ich habe eine Idee für eine schnelle, schöne Valentinstagskarte. Obwohl, so schnell wird sie wahrscheinlich gar nicht, aber es wird eine schöne für Valentinstag. Sollten wir uns vielleicht auch ein bisschen mehr Zeit nehmen als sonst. Genau, für meine Valentinstagskarte habe ich auf jeden Fall ganz viele Ideen. Ich habe mir schon mal ein paar Sachen rausgesucht, die ich glaube, dass ich brauchen werde. Und wie mein Prozess ist, welche Gedanken ich habe, welche Alternativen es gibt. Ja, wie immer, jetzt im Video. Also, ich habe wie gesagt schon ein paar Sachen rausgesucht. Ich hätte gerne eine sehr schöne neutrale Kartenbasis. Das ist jetzt das Anthrazit von Stampin' Up, ja. Aber das gibt es ja von allen möglichen anderen Herstellern. Eben auch so ein schönes Anthrazitgrau, eben als. Ist das Anthrazit? Wahrscheinlich schon. Ich hoffe es. Als Basis, was ganz neutral ist. Und dann habe ich hier diesen wunderschönen Magnolienstempel von Create a Smile. Und ich liebe Magnolien. Und das ist ja jetzt, na, noch nicht ganz, aber so langsam auch die richtige Zeit. Magnolien sind ja so wirklich eine der ersten Sachen, die dann kommen. Und ich finde es einfach eine wahnsinnig schöne Blüte und deshalb für den Valentinstag auf jeden Fall sehr, sehr gut geeignet. So, meine Idee war jetzt, dass ich mir ein schönes Herz mache aus Aquarellpapier. Ja, ich markiere mir mal. Ja, das ist jetzt nicht da, wo es schneidet, ja, sondern nur das, was ich sehe. Das heißt, ich muss jetzt noch ein bisschen was dazu rechnen. Ja. Und jetzt will ich mir eben mit der Magnolie in mein Herz rein ein schönes Bild stempeln. Dafür nehme ich jetzt mal die kleinen Teile hier und schau mal, wer jetzt diesen Magnolienstempel nicht hat. Der kann natürlich jede andere Blüte nehmen. Wenn ihr einen Partner habt, der ein Lieblingstier hat, wo ihr einen schönen Stempel von habt, dann natürlich auch sowas. Ja. Also da sind jetzt natürlich wie immer, gibt es keine Begrenzungen. Ich würde fast sagen, dass das wird schnell voll, mein Herz hier. Also ich muss natürlich ein bisschen was dazu rechnen, gell? Das darf ich nicht vergessen. Nicht, dass ich hier nachher irgendwie. Wer keine Herzstanze hat übrigens, man kann Herzen wunderbar ausschneiden, man muss die nicht stanzen. Die Frage, ob ich dann hier so ein Blatt und vielleicht hier auch nochmal eins hinmache. Ach Leute, ich probiere es einfach mal. Ja? Also, wie die Alternativen wieder. Ja, ihr könnt Herzen auch ausschneiden. Da könnt ihr euch zum Beispiel eine Schablone anfertigen, indem ihr, das zeige ich euch kurz an einem Restpapier, wartet mal. Ja, wenn ihr euer Papier in der Hälfte faltet und dann einfach, ja, im Endeffekt ein halbes Herz, das heißt, ihr fangt an der gefalteten Seite an, schneidet nach oben, macht euch einen Bogen und macht dann spitz zulaufend wieder. Ja. Ja, auch gerne mit einem kleinen Bogen oder so. Ja, also das ist jetzt vielleicht ein bisschen zu arg gewesen. Dann machen wir das hier mal ein bisschen kleiner, dass das nicht so arg aussieht. Also da könnt ihr halt einfach mal gucken. Ihr könnt euch Sachen aus dem Internet runterladen und dann könnt ihr es einfach ausschneiden. Ja, ich habe jetzt natürlich die Stanzen, dadurch geht es schneller. Aber nur wer keine Stanzen hat, hat noch keine Ausrede. So, genau dann. Würde ich das wahrscheinlich tatsächlich jetzt erstmal so aufstempeln. Aber einzeln. So. Dann nehmt ihr die Farbe eures Vertrauens, mit der ihr nachher kolorieren könnt. Ja? Also ihr denkt dran, wer halt Alkoholinks nimmt, muss natürlich Farben nehmen, die geeignet sind. Also der muss eine, wer mit Alkoholsachen koloriert, muss
Sachen, also eine Tinte nehmen, die nicht alkohollöslich ist und mit Wasser natürlich genauso. Aber das wisst ihr wahrscheinlich meistens. Wer es nicht weiß, schreibt mir bitte. Dann kann ich da vielleicht sogar auch nochmal ein Video zu machen, wenn ihr euch das interessiert. So. Ja, dann machen wir tatsächlich. Ach so. So, jetzt dauert es zwar noch mal ein bisschen länger, aber ich glaube, dass das eine gute Idee ist, die ich da gerade habe. Ich maske mir das jetzt einmal schnell ab, damit ich hinter der Magnolie noch mal ein Blatt rausgucken lassen kann. Das heißt, ich stempel mir das einmal. Am besten wäre natürlich so ein Post-it-Zettel oder sowas. Den habe ich zwar theoretisch auch irgendwo rumfliegen, aber ich weiß gerade nicht wo. Deshalb machen wir das jetzt hier mit so einem Zettel. So, und da schneidet ihr wirklich die Linie weg. Die Linie, auf der ihr stempelt sozusagen. Ja, also wirklich wegschneiden. Und zwar aus dem einfachen Grund, das hat ja ein bisschen Höhe, das Papier. Ja, und wenn ihr es nicht direkt wegschneidet, dann habt ihr so eine also habt ihr eine Lücke. So. Dann festhalten. Wenn ihr einen Post-it-Zettel habt, müsst ihr natürlich nicht festhalten. Dann reicht festkleben. Ja. Ich habe es jetzt ein bisschen schräg aufgesetzt, weshalb der eine Strich hier ein bisschen dick ist. Aber ich glaube, das passt so. Jetzt ist fast die Frage. Nee, sonst wird es zu viel. Gell? Sonst wird es zu viel. So, dann würde ich mir jetzt meine Aquarellstifte holen und das eine Runde kolorieren. Ja, ich versuche jetzt wirklich nur mit zwei Farben zu malen, dass ihr auch mal seht, dass ihr da nicht nasenal an 500 Farben braucht. Da reicht wirklich, wenn ihr ein qualitativ hochwertiges Set, ich sag mal mit so 12 Farben oder so habt, das müsste wunderbar reichen. So, die erste Lage, wie immer, mache ich einmal meine Grundfarbe. Vielleicht doch ein bisschen zu oliv. Oh, das passt schon. Müssen wir nachher mal gucken, wie wir die Farbe nochmal aufgreifen. Das habe ich mir jetzt noch nicht überlegt bei dem Grün. So, und dann auf dem Blatt haben wir jetzt an sich keinen Schatten direkt. Das heißt, ich gehe jetzt einfach hier dieses Innere nochmal so ein bisschen nach, dass ich hier so ein bisschen Struktur reinkriege. Also diese Blattadern, dass da mein Grünton etwas intensiver ist. So, und das reicht auch schon. Ja, bei der Magnolie wird es ein bisschen schwieriger. Die soll ja aber auch mein Hauptaugenmerk sein. Dann einmal Pinsel sauber machen, das ist immer sehr hilfreich. Das mache ich leider zu wenig, weshalb ja letztens mein Unfall passiert ist beim Malen. Aber das habe ich euch ja auch hier in dem Video schon mal gezeigt, was da schief gegangen ist. So, und jetzt gehe ich hier rein, aber mal die Blume nicht vollständig an. Also Magnolie ist ja so weiß-rosa und das mache ich wirklich nur mit so einem Hauch an Farbe. Ja, also unten schon relativ intensiv und nach oben lasse ich das relativ schnell dann auslaufen.
und ruhig. Es ist ja eine Blume, ja, also ruhig so ein bisschen so eine Faserstruktur beibehalten, ja, also die nicht. Ich finde es immer schade, wenn Sachen, die in der Natur sind, so sauber gemalt werden, weil die Natur ist ja lebendig und nicht perfekt. Wunderschön, das gefällt mir ganz toll. So, mein nächster Schritt wäre das Auskurbeln. Das mache ich dann geschwind. Und ich will das vielleicht, wenn es mir gefällt, mit dem anderen Herz hier hinterlegen, mit dem größeren. Und deshalb kurbel ich mir das mal auch mal durch. Ich weiß zwar noch nicht, ob mir das gefällt, aber das werden wir jetzt dann rausfinden. So, ich habe das zwar eben schon mal gesagt, aber ich sage es gerne nochmal. Wenn ihr andere Motive habt, nehmt ihr da andere Motive. Ja, natürlich habt ihr vielleicht auch einen Partner, der nicht auf Blumen steht, sondern der da gern was anderes hätte. Dann kann man da definitiv auch andere Sachen hinmachen. So, jetzt radiere ich mir meine Bleistiftshilfslinie hier weg. So, oh, das gefällt mir richtig, richtig gut. Ja, aber so ist es definitiv zu leer, obwohl es so mehr wirkt als mit diesem Riesenrot da hinten dran. Das heißt, ich müsste mal überlegen, was ich anderes noch hätte. Ich meine, ich will ja noch was stempeln. Und das kann man ja durchaus mit Rot stempeln. Das verbietet mir niemand. Ein weißes Schild hier noch hinzumachen. Aber ich glaube auch, ich mache das noch mal. Doch mit dieser großen Blüte irgendwie, oder? Also mir gefällt es gut. Oder nehme ich doch das große Herz? Ja, Leute, ich mache es nochmal kurz anders. Das schneide ich aber alles raus. Das braucht euch ja nicht interessieren. Euch interessiert ja das Endergebnis. Und das zeige ich euch dann, wenn es soweit ist. Ich habe mal wieder eine Planänderung. Ich brauche eine weiße Kartenbasis. Ich mache jetzt eine quadratische Karte. Ich glaube, dass das der Karte gut tut. Und dann brauche ich hier erstmal zu den Resten, haben wir eh genug, einen entsprechenden anthrazitgrauen Aufleger. So, jetzt müssen wir mal kurz schauen. Leute, schaut mal. So. Oh. Schaut mal, wie schön das ist. Ich bin gerade voll begeistert. Also, wir machen einen anthrazitgrauen Aufleger, den wir prägen und kleben das genau so darauf fest. Und dann kommt da auch kein Text, kein gar nichts mehr dazu. Ich habe mir extra noch die Textstempel hingelegt, aber ich glaube echt, schaut euch das mal an. Boah, ist das schön. So, jetzt muss ich messen. Also 14 Zentimeter. Ja, doch, das geht. Mal vor allem, wenn ich es ein bisschen anders noch hinlege, so, dann reichen mir wahrscheinlich auch 13,5. Jo, also 13,5 mal 13,5 und die Grundkarte dann 14 mal 14. Das heißt, auf 28 cm zuschneiden. Also, so. Gucken, das müssen wir jetzt bei 14 mal falzen. Dann einmal gegenchecken. Oh, schaut mal, ich liebe allein das schon. Und dann hier das so da drauf. Bisschen bling bling außenrum. Und ich bin der glücklichste Mensch auf dieser Welt. Schaut euch diese Karte an. Können wir sogar das vielleicht sogar 3D machen? Egal, jetzt müssen wir den hier erstmal prägen. Da müssen wir uns jetzt erstmal einig werden. Ich hätte hier so Holzplanken. Das wird natürlich gut passen zur
zum Baum. So, bei dem muss man tatsächlich anfeuchten, das Papier. Normalerweise muss man das ja nicht, aber bei dem ist mir das Papier schon ein paar Mal gebrochen. Ist vielleicht ein bisschen arg, aber egal. Irgendwie ist hier oben und unten ein bisschen mehr Platz, gell? Ich glaube, ich muss hier einen Hauch wegnehmen. Wer keine Prägemaschine hat, auch hier wieder bitte nicht verzweifeln. Ich habe euch eben... Ah nee, halt, das ist zwar schon ein gedrehtes Video, aber es kommt noch. Ich gebe euch demnächst Tipps für Hintergrundgestaltungen. Ja, da erfahrt ihr, was ihr zum Beispiel im Hintergrund machen könnt, wenn ihr keine Prägemaschine habt. Da gebe ich euch ganz, ganz viele verschiedene Tipps. Genau, Video kommt, ist schon gedreht, aber noch nicht fertig verarbeitet. Und ja, also es kommt. Wer es natürlich jetzt für die Valentinstagskarte haben möchte, der hat dann natürlich jetzt in dem Fall Pech gehabt. Beziehungsweise einen Trick kann ich euch auf jeden Fall schon mal verraten. Knüllen geht immer. Ja, also man kann Papier tatsächlich knüllen. Und es sieht tatsächlich besser aus als ungeknüllt. So, und jetzt wäre eben die Frage, ob wir das mit den Menschen als machen noch irgendwie. Glaube ich fast. Dann habe ich jetzt die große Frage. Ha, sie sind sogar auf ihrem Platz, Leute. Sie sind da, wo sie hingehören. Könnt ihr das glauben? Ich kann es nicht glauben. So, dann. Ja, ich mache da immer gern ganz viele drauf. Ich benutze sie nicht so oft und dann will ich, wenn ich sie benutze, dass es auch wirklich funktioniert. Aber das hängt auch so ein bisschen davon ab, ob ihr die Sachen mit der Post schickt oder den Leuten persönlich in die Hand drückt. Und das hier ist jetzt eine... Ups, da muss ich natürlich gucken, dass ich da keine hinmache. Hier in dem Bereich. Das soll jetzt eine Karte für eine gute Freundin sein. Die werde ich ihr persönlich in die Hand drücken. Von daher gesehen... brauche ich da jetzt auch nicht so viele eigentlich, weil es nicht gedrückt wird in der Post. Wenn es natürlich in der Post gedrückt wird, dann ist immer gut, wenn man zwei mehr hat. Boah, sieht das toll aus. So, da gehört jetzt natürlich auch auf jeden Fall noch ein schönes Bling drauf. Und da würde ich tatsächlich die ganz neutralen nehmen. Weil ein Bling, finde ich, muss drauf. Aber wenn ich da jetzt sowas ganz Leuchtendes mache, ich glaube, das sieht blöd aus. Obwohl die natürlich farblich ganz toll passen hier, gell? Gut, dann nehmen wir doch die. Ist das schön. Jetzt könnte ich mir noch überlegen, ob ich nochmal die Blumen mit so einem leichten... Wing of Stella überziehe, aber ich glaube fast, das ist nicht notwendig. Oh, Leute, mir gefällt die Karte so gut. Es war wieder ganz anders als gedacht. Ich wollte ja eigentlich hier so an die Seite mit dem Herz. Ja, aber so, das ist, es ist deutlich weniger rot als gedacht. Aber so gefällt es mir schöner. Also sie ist schicker, edler irgendwie dadurch. Ja, das ist, wie gesagt, jetzt meine Idee für eine Valentinstagskarte. Ja, ich habe jetzt also eine Geburtstagskarte für eine Freundin gemacht, ja, weil Valentinstag feiern wir nicht. Aber das kann man ja, wie gesagt, problemlos umändern auf Valentinstag. Deshalb gucke ich, dass ich euch das Video noch so schneide, dass es auf jeden Fall vorher online geht. Und ja, ich hoffe, es waren ein paar Inspirationen dabei für euch. Wie gesagt, wer keine Stanzmaschine hat, der kann sich die Sachen ausschneiden. Wer andere Stempelmotive hat, der nimmt einfach andere Stempelmotive. Wer gar keine Möglichkeit hat, so einen Hintergrund zu gestalten, da kommen, wie gesagt, demnächst Tipps und Tricks, wie ihr das machen könnt. Und jetzt muss ich kurz überlegen, ich glaube, es gibt nichts mehr, was ich zu sagen habe. Ich wünsche euch eine gute Zeit, bleibt schön kreativ und auch gesund. Wir sehen uns im nächsten Video.